Mal weiter. Ich lasse da mal so eine Pause zwischendrin, damit ich als Cutter ein bisschen Zeit habe, da noch was zu machen. Ah, vielleicht kriegen wir was Cooles in den König. Verdammt, jetzt habe ich das rausgeschnitten. Nee, habe ich nicht. So, einmal schon regenerieren. Das, das und parieren. Noch ein bisschen das. Oh, Magic Barrier. Magic Barrier, Magic Barriere. Das wird. Ach ja, der ist auch noch gestärkt, ne? Der ist ja noch krasser als sonst. Energy Reserve habe ich auch noch, ne? Mal das. Mal das. So viel Schaden wie möglich machen. Weil je mehr Schaden wir machen, desto mehr Dinge kriegen wir zum einen. Also es liegt nicht am Schaden, sondern an den ausgespielten Karten. Aber vor allem verliert er dann Stärke. Das heißt, wir müssen mehr als 3 Schaden pro Zug machen. Das wird ein bisschen schwierig. Ganz kleines bisschen. Wir haben keine Karte für 0 hier drin. Ich überlege, soll ich Soulbind? Ich glaube, ich nehme Soulbind und das. Jetzt habe ich 13, 44. Nicht gut. Das, das und das. Weil durch die Stärke wird unser Schild auch nochmal gestärkt. Also Stärke immer mitnehmen. Drauf, drauf und das hier noch. Ich sehe, der wird so verdammt stark. Komme gerade absolut nicht mehr damit klar. Boah, macht der viel. Boah, da fand 19. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Oh, okay. Da kommt das auch noch raus. Ui. Aber das Battle ist noch lange nicht vorbei. Okay, 26. Wir haben 24. Schlitz? Okay, Schlitz hat geholfen. Oh, verdammt. Ich brauche irgendwas. Nein, ich hab nichts. Jetzt heilt er sich wieder. Ah! Ja, gut, sehr schön. Ui. Das war nicht lustig. Aber wir haben es überlebt. Einmal das. Einmal das und einmal das und am besten auch noch das. So, also ich könnte jetzt hier den Right-Handed Earthquake ausspielen und ist euch schon mal was aufgefallen? Nämlich dieses Spiel ist das einzigste Spiel, was auf meine Mausbewegung reagiert. Ihr hört hier vielleicht das Scrollen und kein anderes Spiel reagiert auf diese Mausbewegung. Also in Scratch zumindest nicht. Das kann man eigentlich praktisch gar nicht programmieren. Ich habe keine Ahnung, wie er es hingekriegt hat. Er muss auf jeden Fall ein Gott sein. Ich werde ihn aber auch einladen, hier in der zweiten Staffel dabei zu sein. Auf jeden Fall. Per Kommentar. Weil würde mich wirklich freuen, wenn er dabei ist. Wenn wir hier uns seinen ekelhaften Monstern stellen, die extremst viel Schaden machen. Das hier. Ups. Oh, okay. Ja, es tut weh, wenn ich zuhau. Zumindest, wenn ich mich hier mit dem Schwert zuhau, aber gut. Wir blocken hier wirklich alles. Oh! Habe ich gesagt, dass wir alles abblocken? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, irgendwie. Aber gut, wir haben noch die Magic Barriere, die sollten wir ausnutzen. Ach, gilt ja nur einmal. Ach nee. Okay, das eine haben wir abgeblockt. Gut. Soll mir recht sein. Zuerst das oder zuerst das? So, gut, haben wir abgeblockt. So. Und nochmal Soulbind, damit die auch noch dicke Schaden bekommen. 9 mittlerweile. So, jetzt das, dann das. Oh, verdammt, das hätte ich zuerst nehmen sollen. So, so, weg. Gut, okay. So, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt haben wir noch eine übrig. Wir haben
kein Healing Water mittlerweile. Das brauchen wir auf jeden Fall. Einmal zack, einmal die Hidden Weapon. Oh. 13 Damage, okay, bleibt bei 13. Gut, das hier noch. Das verdoppelt dann. Das dann kriege ich im nächsten Zug plus 4 anstatt plus 2. Und jetzt habe ich nichts zum Hauen. Toll, super. Er ist bei 9 und ich habe nichts zum Hauen. Weakness. Ich könnte ihn jetzt mit, indem ich ganz viele Attacken draufhaue, könnte ich ihn jetzt irgendwie. Okay. Er hat sich verabschiedet. Nett. Crippling Poison ist auf jeden Fall gut. Das hier ist gut, ist alles irgendwie gut. Das ist sehr, sehr gut. Brauchen wir noch irgendwas von hier oben? Nicht das hier. Und dann sind wir hier beim zweiten Boss. Der wird sehr, sehr schwer. Deswegen müssen wir ihn gleich ein bisschen schwächen. Soulbind und die Stärke. Und jetzt können wir auswählen, welche Karte wir bis nächste Runde behalten wollen. Welche eben nicht. So, regenerieren und Healing Water brauche ich gerade alles nicht, deswegen hebe ich es mir auf. Aber zum Beispiel Trip kann ich mir jetzt aufheben. Ich habe natürlich keine Attacke, aber ich habe das hier. Und ich habe eine Healing Water, was mir aber nichts bringt. Das heißt, Trip, ich meine, kostet ja nichts. Das auch noch so. Und jetzt können wir Healing Water zum Beispiel behalten. Man sollte immer eins behalten, ich meine, es behindert ja nicht. Verdoppeln. Shadow Partner. Und. So. Das ist halt in meiner Hand. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Parieren rein. Ui, jetzt wird er aber so langsam ein bisschen angepisst. Habe ich so das Gefühl. Ich hätte ganz gerne Moonshine Blessing. Man kann sich zum Beispiel auch den Shadow Strike hier aufheben. Und dann hat man halt ziemlich viele Shadow Strikes irgendwann mal. Das ist ganz nett. Machen wir mal auf. Hier zum Beispiel Shadow Strike. So. Zack, haben wir jetzt drei. Weil ich auch hier zwei Shadow Partner habe. Aber das bringt uns gerade absolut nichts, auch wenn es ein bisschen billiger ist durch meine Levitate. Aber es muss alles raus, was wir irgendwie rauskriegen an Schaden. Vielleicht kriegen wir ihn runtergedrückt. Bis unter diese eine Grenze. Es hat ein bisschen Frost. Oi! Oi, oi, oi. Ach verdammt, ich habe ja ganz vergessen. Ich darf das nicht gleich beenden, aber ich glaube, ich nehme Soulbind. Oi. Es wird so langsam ein bisschen wow, unangenehm für ihn. Okay, jetzt hat er spontan seine Entscheidung geändert. Einmal drauf. Soulbind. Nochmal drauf. Nochmal drauf. Und Banished Ability in meiner Hand. Immer doch. Noch mehr Stärke. Und Vanish bis zum nächsten Zug. So, ab und zu gibt es diesen Bug, dass meine Starten-States-Sets nicht wegkommen. So. Und deswegen habe ich die jetzt alle behalten und habe ihn auseinandergenommen. Eigentlich, ja, es wäre jetzt beides irgendwie lustig gewesen. Und noch, jetzt müssen wir nochmal drauf drücken. Und das ist Ende der dritten Folge mittlerweile. Provisorische Folge ist gekommen. Das heißt, ich sage jetzt bis gleich. Warte kurz.